Ja, 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 Bartoli, ich bin daheim. Leise! Mach's gut. Ja, mach's besser. Beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück beim Kartenspielen. Ja, das hoffe ich, ja. Und zieh deine Schuhe aus. Ja, ja, ja. Damit du nicht hört, wenn's neigest. Ja, ja, ja. Aber leise! Ja, du hast gleich drin. Leise. Wo wenn ich kaum still komme, der gemeine Kumm holt mich, dass ich meine Schuhe ausziehen kann, ne? Ja, wie denn? Ja, ja. Ich kann mich ja selber kaum halten. Das heißt, ich gut. Ich halte halt auch. Ja, gut. Haben wir schon, jetzt liege ich schon drin im Dreh, ne? Bleib gleich links. Der Weiler, komm, schau mir Schuhe aus. Ich hab da bei dir. Ah, schau, hey! Hey! Ja, Verlose, du schaust aus. Du hast auf mich gewartet. Wo kommst du her? Vom Jagerwirt. Hör auf, Jahressitzung von den Wanderer-Freunden. Wanderer-Freudens-Jahressitzung. So! Ja. Das ist so. Hat mir gar nicht gefallen. Na, Weibelein, riecht mir mein Peterli her, gell? Ich komm gleich. Jetzt schau mich bloß aus. Oh, ja. Oh, ja. Oh, was schön war's wieder. Harry kommt das Bier war gut. Und gesucht haben's wieder. Mei. Ein paar ist er schon. Der Hut für den Seppel. Ja, der Käfer, ich weiß nicht. Alle meine Freude und Spätze. Jawoll! War ich aber. Ja, Weibel, jetzt. Deinen Rausch, den kannst du da auf der Hausbank ausschlafen. Hm? Ja. Hm. Ja, man stinkt das nach dem So, was noch kommt. Sind wir schon wieder so weit? Immer diese blöde Bank. Sie langsam gewohnt mich drauf. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Der Kreimusser. Der Basi. Der Lump. Der Schlawiner. Aber den gebe ich das nächste Mal. Der Ton komme ich doch. Oh, ich wurde. Lauter decken. Wir? Lauter. So.
warum? Nein. Warum? Damit der Bauer endlich wach wird. Ja, Bauer! Ja, warum liegst denn du da am Boden? Na, Herr, wo bin ich denn? Ja, und da heraußen? Ja, da drin war eine dicke Luft. Auwe, war was los, Herr? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, furchtbar, wie heißt das, Maria? Magst gleich einen Kaffee? Ja. Ein Glas eiskaltes Wasser. Oh. Ein Wasser? Ich hab einen brandenen Durst. Ein Wasser? Du? Ja. Dann fällt's aber weit, wenn du ein Wasser willst. Ja. Ja, um Gottes Willen, wie schaut denn hier aus? In der Unterhose noch gefallen. Ja, wir bin denn nicht heimgekommen? Ja, Herrschaft, mir fehlen gleich ein paar Meter. Ui. Ja, hat ein Gewächs sowas gesehen. Ui, ui, ui. Jetzt hab ich einen Rausch gehabt. Oh, diese Blutsauferei, diese Dinge. Oh. So, jetzt von mir aus, wenn es losgeht. Ui. Oh. So, schau hier, Bauer. Was denn? Du hast jetzt dein Wasser. Ja. Aber die sagen dir vielleicht gleich. Was denn? Das Wasser? Ja. Das ist fein nicht so. Es regnet so viel, das einmal her. Das ist ja warm. Ja, du hast mich nicht ausreden lassen. Ich wollte ja sagen, dass das nicht so kalt ist, wie du das magst. Ja, warum? Weil die Bäuerin gesagt hat, ich soll dir ein warmes Wasser bringen. Ein Bläschen. Doch, damit du dein Magen nicht verkühlst. Ja, ich hätte ja vielleicht nicht das warme Wasser mit. Gut. Oh, Jesus, hab ich einen Schädel wie im Gotteswind. Oh. Hat schon gewirkt. Na, was war denn gestern alles los auf eurer Wanderfreunde-Sitzung? Was denn für Wanderfreunde-Sitzung? Ja, das war die Jahressitzung von den Wanderfreunden. Ja, Jahressitzung war das, ja. Da bist du aber lang gesessen, ja, he? Ja, da gesessen wir wieder vielleicht sitzen, ja. Bist du dann wieder Schriftführer geworden? Oder haben sie endlich einen anderen Deppen erwischt? Ja, nein, ich bin's wieder geworden. So, ja. Ja, einstimmig, alle haben mich wieder gewählt zum Schriftführer, weil ich so eine schöne Schrift habe. So, das freut mich für dich. Ja. Und ja. Der Bartl? Der Bartl war auch dabei, ja, der Bartl. So, der war auch dabei? Ja. Was ist da der geworden bei den Wanderfreunden? Der Bartl ist nur ein passives Mitglied geblieben, ja, weil er nicht so viel wandern kann mit seinen Blattfüßen. Ja. Guten Morgen, bin uns. Ah, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du, Gustl. Ich hätte was zum Reden mit dir. Ja. Was hast du mit ihm zum Reden? Ja, wegen dem Karl. Karwendelausflug! Haben wir besprochen, gestern auf der Sitzung, am nächsten Sonntag ist Karwendelausflug. Nein, wegen dem Karl. Wendelausflug! Ja, richtig, Karwendel. Ja, aber das gilt nur für Karwendel, Freunde, Anhänger und solche, die mich werden wollen. Ja, ja. Das ist nicht für die alte da. Doch, das ist für dich langweilig, gell? Ja. Karwendel-Ausflüge und so. Ja. Ich geh schon. Ja. Ich kenn mich aus. Ja, mach das mal. So, ja. Was ist denn mit dem Karwendelausflug? Was denn? Ich wollte doch wegen dem Kartenspulen von gestern mit dir reden. Ja, das weiß ich doch. Das war doch nur eine Ausrede wegen dem Karwendelausflug. Oder was hast du gemeint? Ich sag meinen Alten etwas von unseren wirklichen Ausflügen. 2 Jahre erzähle ich meiner Frau, dass ich bei den Wanderfreunden bin. Und mein Alte glaubt das. Und ich hab schon mit einem freien Abend immer, wann ich will. Und ich häng immer mit drin. Oder glaubst du, dass mein Alte nichts redet mit deiner Alte? Jana, sagst halt auch, dass du bei den Wanderfreunden bist, ne? Ich mit meinen Blattfüßen. Ich sag immer, dass ich beim Zuchtverband bin. Was? Zucht? Ist doch jetzt vollkommen wurscht.
Sag mir lieber, wie ist denn das gestern rausgegangen beim Jagerwirt? Ja, mei. Was? Ja, mei. An den. Was an den? Ja. Ja? An den, was? An den Kreimoser hat einen Ochsen verloren. Was? Ist wirklich wahr? Oh, ich hab gemeint, ich hab geträumt. Na, wie kann denn sowas passieren? Ich hab doch zwei kritische gehabt und zwei Trümpf. Aber der Maxi und die anderen Trümpf hat der Kreimoser gehabt und drum hast du verloren. Oi, das will mein Alte erfahren und Gottes Willen. Ja, das. Das mit dem Ochsen, das ist eine blöde Geschichte. Ja, und mir blöde. Aber mir geht's eigentlich mehr um die Sau. Ja, und. Was denn für Sau? Ja, die Scheinsau, wo du gemeint hast, du gewinnst und. Was? Und? Hab ich vielleicht nicht gewonnen? Nein. Was? Weil ich einen Belli gehabt hab und darum krieg ich von dir eine Sau. Weil an die haben wir gespielt. Oh, so ist recht. An ihm verliere ich eine Sau. An den Greimoser verliere ich einen Ochsen. Bloß mein Alter gewinnt keiner. Da muss ich einen Rausch gehabt haben. Bei mir ist es nicht so schlimm. Meine Sau, die kannst du mir einen Raten zahlen. Was? Einmal gibst du mir einen Rippball und dann ein Wammerl und dann eine hintere Haxen. Was, eine hintere Haxen? Von meiner Sau? Da komme ich mit dem Tierschutzverein in Verbindung. Wie meine Sau auf einmal mit drei Haxen rumläuft. Aber trotzdem ist ein echt ein guter Zug von dir. Deswegen bin ich am Greimoser trotzdem ein Ochsen schuldig und ich hab kein Pfennig Geld. Du musst dir gleich meinen ganzen Ochsen spulen, ja. Du Ochsen. Ich weiß schon, aber ich kann ja, der hat mich halt herausgefordert. Ne? Weil er ein Schlawiner ist, der Viechhandler ja. Ja. Das ist ja wirklich ein Viechhandler. Das weiß ich selber, dass der Greimoser ein Viechhändler ist. Ne? Ja, na also. Was also? Wenn er kommt und will den Ochsen holen, ja, dann ist doch das ganz normal für einen Viechhandler. Nicht? Was? Und deiner Alten sagst, du hast ihm den Ochsen verkauft. Ja, nein! Der Kreimus ist ein Viehhandler, der hat öfter ein Stückchen Vieh geholt und ich sag meiner Alten, der Kreimus hat den Ochsen gekauft. Ja, du blödes Rindi, du blödes! Na, will doch mal heute das Geld sehen von dem verkauften Ochsen, oder nicht? Achso, ja, und das hab ich jetzt nicht gedacht. Bauer! Was? Bauer, der Blase kommt! Was, der Blase kommt? Ja, aus der Bayern. Versteck dich! Und wenn er fort ist, dann pfeifst du mir, gell? Das ist Maria, warte ein bisschen. Grüß Gott miteinander! Ja. Ja, wo sind denn die alle? Also, immer wenn ich komme, ist keiner da. Ja, Blasi, grüß dich Gott. Du Blasi, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber der Bauer, der kommt dann gleich, gell? Na, grüß dich Gott, Blasi, ich habe jetzt keine Zeit. Sag's meiner Bauerin, ich komme dann später wieder, gell? Grüß dich Gott, Blasi, ich soll dir sagen, die Bauerin und der Bauer haben auch keine Zeit, aber wenn's Zeit haben, dann kommen wir schon, gell? Es ist doch immer das Gleiche. Ja gut, komme ich halt später wieder. Mein Lieber, der ist vielleicht in. Gustav! Ja. Ist er fort? Ja, aber. Na Gott sei Dank. Warum denn so geheimnisvoll? Geheimnisvoll? Ja. Ja, von der Gemeinde. Die Gemeindeabgaben will er kassieren und ich hab doch kein Geld, oder? Was machen wir jetzt mit dem Ochsen? Na, was werden wir denn machen? Da muss mir irgendeine Ausrede einfallen. Mein Alte glaubt ja alles. Die ist doch so blöd. Wer ist blöd? Er ist blöd. Jawohl, er. Weil er mich da von der Arbeit aufhält. Ne? Oh, sie. Ja, okay, du weißt schon, überleg dir das, was ich dir gesagt habe. Gell? Ich gehe jetzt an die Arbeit weiter. Ja, es wäre der Zeit. Ja, bist du fort. Was sollst du denn du überlegen? Ja. Ob mir nicht. Magst du einen Kaffee? Einen Kaffee? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ob wir nicht einen Kaffee anbauen sollen. Bei uns wächst doch kein Kaffee. Nicht? Vielleicht der Kakao. Du redest doch nur einen Schmarrn daher. Grüß die Nachbarin. Ja, grüß die Fini. Ah, da, schau her. Da hockt er. Final.
Daheim war ein Haufen Arbeit. Drei Kirchen deckt und kein Mannsbude ist im Haus. Ja, ich kann's doch nicht machen. Wer redet denn von dir? Zum Stier soll es das führen. Zum Stier? Hoffentlich kann der halt. Oh mei, es ist schon ein Kreuz mit unseren Mannsbildern. Ja. Wo war denn der Deine heute Nacht? Beim Zuchtverband, wie immer. Den Schmarrn erzählt mir doch schon seit 2 Jahren und meint immer noch, ich glaub das. Der Meini hat mir wieder die alte Geschichte vom Wandererverein erzählt. Du, dabei kriegt er schon Blasen an die Füße, wenn er bloß ein Bild von einem Berg anschaut. Du, die halten uns doch glatt für so blöd, dass mir das Klammwasser erzählen. Ja, sowieso. Du, aber ich geh lieber wieder rüber und schau, dass mein Alter auch was arbeitet. Ja. Vierte, Froni. Ja, vierte Nacht. Ich bin bloß gespannt, was heute Nacht wieder für eine Ausrede haben. Das werden wir ja dann sehen, gell? Vierte. Vierte. Ja. Jetzt weiß ich was. Warte! Warte, gib mal rüber zu mir! Mir ist was eingefallen! Ja. Mir wird der Kreinloser nicht gescheit. Da muss er schon früher aufstehen. Was ist denn? Das ist die Herz zu mir. Du hast doch zu mir gesagt, der Kreinloser ist ein Schlawiner, gell? Und was für einer? Also, und wie schlägt man einen Schlawiner am besten? Mit seinen eigenen Waffen. Hast du mich? Ja. Ich stehe dir nicht so blöd. Pass auf, du hast mir doch selber gesagt, dass der Kreinloser ein Schlawiner ist, weil er die Leute bescheißt. Beim Kartenspielen, beim Viehhandel, sogar bei der Heiratsvermittlung. Ja, das stimmt. Ja? Mein Alte habe ich auch für ihn. Ja, pass auf. Und dasselbe machen wir jetzt auch. Wir bescheißen einen Kreinloser auch, aber beim Kartenspielen. Ja, wie soll nachher das gehen? Wir spielen mit ihm mit gezinkten Karten. Ich kenne aber bloß bayerische Karten. Freilich bayerische Karten, aber gezinkte, markierte. Verstehst? Verzinkte. Ja. Was mich? Mei, was habt ihr nie bloß verbrochen, dass ich einen solchen Deppen als Freund hab? Also pass auf, ganz einfach. Wenn der Kreinloser heute kommt, dann spielen wir mit ihm noch mal Karten, aber mit gezinkte Karten. Und das musst du machen. Pass auf, ganz einfach. Du malst beim, auf dem Maxi, da malst der Herzl drauf. Und auf dem Belli, da malst der Kreisel drauf. Und auf dem Spitz, da machst du Strichel drauf. Hast du? Und dann spielen wir mit dem Kreinloser. Und bevor der was merkt, habe ich meinen Ochsen zurückgewonnen und vielleicht sogar einen zweiten noch dazu. Was? Ja, meinst du, dass das gut geht? Freilich geht das gut, wenn du es richtig machst. Also, und jetzt schleich dich, weil wenn der Kreinloser kommt, brauchst du dich gar nicht sehen. Ja. Was soll meine Alten sagen, wo ich hingehe? Na, dann wird dir irgendwas einfallen. Jetzt hau ab, wenn der Kreinloser kommt. Also, vierte, gell, bis heute auf die Nacht. Und du das mit den Karten machen, gell? Ja. Sauber! Na, gehören. So, mein lieber Kreinloser. Heute auf die Nacht bist du dran. Du, Gustl, ja? Der Viehhandler kommt zu uns. Ja, und warum soll er nicht kommen? Die werden Vieh handeln wollen, ne? Okay, weiter, wir haben doch zurzeit nichts zum Verkaufen. Na, das nicht, vielleicht will er mal ein Besuch machen bei uns. So! Wenn er vorbeigeht, kommen wir mal los. Rein, kommen wir rein. Grüß Gott, mein Land. Ah? Hab ich die Ehre, Frau Meierhofer. Der Viehhandler kommt zu uns. Ja. Ja, das werde ich schon mit ihm aushandeln. Viehhandeln ist immer noch Männersache, merkt ihr das, gell? Lass dich nicht wieder bescheißen, wie sonst immer. So, ja. Du? Was ist denn? Jetzt war ich da. Ja, das sehe ich ja. Wegen Wachsen hast du da, gell? Jawohl, kann ich den gleich mitnehmen. Du? Ja? Ich hab mir schon angeschaut, draußen in dem Stall, der zweite, auf der linken Seite. Ja? Der darf mir gut passen. Ja, ich weiß schon. Der schöne Ochs, gell? Ja. Ja, der Kreinloser sitzt mir ein bisschen her zu mir. Sei so lieb, komm. Ja. Ich hätte was zu reden mit dir. Mit mir? Ja. Was zum Reden? Ja. Ich wüsste nicht, was da zum Ring gab. Jetzt pass auf. Aber jetzt meinst du nachher, du redest. Kreinloser, ich habe mir gedacht, ob du mir nicht die Möglichkeit geben könntest, dass ich den Ochsen wieder zurückgewinnen könnte. Ne? Ich meine, es war ja ziemlich spät, was, und Stoffen haben wir auch an der Hand gehabt. Ja. Aber verloren hast. Ja, und deswegen braucht man immer Spulen. Ja, das war doch für dich auch nicht schlecht. Vielleicht gewinnst du
einen zweiten Ochsen dazu, das war doch war das nichts. Ja? So was? Ja. Na ja, da hast Bauer. Allerdings du wieder recht. Bauer! Bauer, da blase ich Kind schon wieder. Schon wieder? Ja. Ja. Und der heute mit ihrem Geld sagt, ich bin nicht daheim. Ich was bin ein Furti. Mit wem denn? Grüß Gott. Ah ja, der Kreimoser. Ist der Meierhofer nicht da? Grüß Gott. Gemeindeschreiber. Was willst du denn? Das übliche, Gemeindeabgaben kassieren, was? Na, heute ausnahmsweise nicht. Das nicht, oder Meierhofer? Na, heute ausnahmsweise keine Gemeindeabgaben kassieren. Hm? Heute habe ich mit Meierhofer oder seiner Bayerin was ganz Persönliches zu besprechen. Was Persönliches? Ja. Ja, was war denn nachher das? Ja, du, das geht nur die zwei allein was an. Für alle anderen ist das streng geheim. Aha. Sag mal einmal, du sagst es jetzt mir. Und ich sag's dann an Meierhofer ganz persönlich. Ja. Ja, aber dann ist ja das unpersönlich. Ja, aber trotzdem streng geheim. Also gut. Was ist denn jetzt los? Dienstschluss. Heute kein Parteiverkehr mehr. Kommen Sie bitte morgen wieder vorbei. Geh, okay. Red doch nicht so ein Blödsinn daher. Du bist ja jetzt nicht im Amt. Geh zu. Mach heute eine Ausnahme. Eine Ausnahme? Nach Dienstschluss. Du kriegst von mir 2 Pfund Wammerl. 2 Pfund Wammerl? Ich bin wieder im Dienst. Also pass auf. Der Bürgermeister, ja. Der will doch ein neues Gemeindehaus bauen. So? Naja, und dasselbige soll auf dem Grund vom Meierhofer auf dem Oberanger gebaut werden. Und jetzt soll ich den Meierhofer zum Bürgermeister holen, weil ihm die Gemeinde den Grund abkaufen will. Verstehst? Verstehe dich. Und was darf denn da die Gemeinde zahlen? Ja, so an die 12.000 Mark hat er gemeint, der Herr Bürgermeister. 12.000 Mark? 12.000 Mark? Okay. Der Grund ist nicht die Hälfte wert. Ja, das weiß ich schon, aber der Bürgermeister hat gesagt, wir zahlen ihm so viel, damit er auch wirklich hergibt den Grund. So. Also ein Oberanger. So, jetzt muss ich aber wieder gehen. Du, und die 2 Pfund Wammerl, die schickst du mir heute rüber in die Gemeinde. Ja. Aber gut einpacken, damit es der Bürgermeister nicht sieht. Nein. Und zu Meierhofer sagst du, ich komme morgen wieder vorbei, gell? Ja, ja, ist schon gut. Vierte, Kreimoser. Vierte. Gemeinde schreiben, fahr nicht schnell, gell? So. Der Oberanger. Das wäre ein Geschäft für mich. Also gesetzt im Fall, ich spiele noch einmal mit dem Meierhofer, gewinne den zweiten Ochsen, dann hätte ich ihn in der Hand. Ja, dann mache ich das Geschäft mit dem Bürgermeister. Ja. Meierhofer! Die Masse, der ist schon weg. Ist er fort? Ja, er ist. Was hast denn du so lange geredet mit ihm? Wollt er wieder Gemeindeabgaben kassieren? Ah, das ist üblich, du weißt, aber ich hab gesagt, du bist nicht da. Ah, das hast du aber nicht gemacht. Ich danke dir schön. Okay, was tut man nicht alles für einen guten Freund? Ja, freilich. Ja, was ist jetzt? Hast du es überlegt, wegen heute Abend? Spielen wir nochmal mit den Karten? Ja, überlegt und spielen. Ja? Ja, wenn du es ja. Aber nur, weil du ein guter Freund bist von mir. Ja, also gut. Und noch was? Ja, was denn? Sollte ich im Falle, dass ich wieder gewinne? Ja. Einen zweiten Ochsen? Ja. Krieg ich von dir? Kriegst du von mir? Einen zweiten Ochsen? Einen. Alles klar. Also, bis heute auf Nacht beim Jahr wird. Bis heute auf Nacht. Jawohl. Vierte. Vierte Gott. Und lass das gut gehen, aber. Schlecht. Und guck dir an, gleich mal so, gell? Vierte, ja was, für die Gott, Jani. So, Greimhauser, jetzt hab ich dich. Ein altes Sprichwort sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das muss ich gleich am Butler erzählen. Das muss ich sofort am Butler erzählen. Mei, ist dies ein schönes Romanhefterl.
Ja. Mein lieber Gott im Himmel droben, lass mich nicht verschmachten. Schick mir doch einen braven Mo, das war nicht zu verachten. Hey Sophie, was redst denn da? Woher hast denn das? Da in mein Roman, richtig steht's drin. Sag mir lieber, was der Kreimoser wollt. Das weiß doch ich nicht. Vielleicht wollte er was von mir? Von dir? Warum denn? Was hätte denn der mit dir zum Reden? Ja, mei, das ist ja so. Ich habe ihm schon lang gesagt, dass ich immer noch ledig bin. Ja, und wenn er eine fesche Braut für einen noch fescheren Bauern sucht, ja, dann war ich sofort da. Gesoffen. Ja. Es langt doch schon, wenn der Kreimoser die Leib mit dem Vieh handeln und mit dem Heiratsvermitteln scheißt. Mein Alten, den hat er mir auch zugebracht. Dein Alter, das ist doch ein Depp. Eben. Ja, also, ich war jetzt fertig, gell? Du, was hat denn der Kreimoser bei uns wollen? Ein paar Scheine wollte er verkaufen mit Packerung, ja. Und der Bartl und ich sollen uns anschauen, vielleicht kaufe ich zwei oder drei. Du, hat er von mir nichts wollen? Nein, wir haben nur von den anderen Scheine geredet, ja. Wo sind denn die Scheine? Man wird es eben jagen wird. In dem Stall natürlich, bin ich da draußen. Ja. So, da bin ich. Ja, bist fertig, ja. Bist fertig, ja? Ja, bin fertig, ja. Also nachher. Wann kommst du denn nur wieder? Na, gehen wir bald gehen wir. Bald komme ich wieder. Wir gehen jetzt und bald komme ich wieder, gell? Jetzt geh weiter. Bitte schön. Ja. Bleib sie brav und prompt, bis sie wieder kommen. Falscher 50er, falscher! Du Bayerin. Was möchtest denn? Bayerin, sag einmal, seit wann hat denn der Jagerwirt sei? Der hat doch noch nie einen gehabt. Aber mein Alter, der ist sogar zum Lügen zu blöd. Gerade hab ich's noch gesehen, die zwei. Zum Sei anschauen muss der meine heute, dass ich nicht lach. Der meine hat mir den gleichen Schmarrn erzählt. Aber warte noch, wenn der heute heimkommt. Hat man schon was ausdenkt, Finn. Was denn? Geh mit rein ins Haus. Ich erzähl das. Ja. Aha! Und ich darf das wieder nicht wissen. Immer wenn es spannend wird, muss ich allein bleiben. Aber wenn ich mir das so überlege, was das für ein Theater ist, wenn man verheiratet ist, ist mir vielleicht doch lieber, dass ich noch ledig bin. Aber mein Romanheftl ist so schön. Mein goldener Liebling. Grüß dich, Sophie. Ja, Lasi. Ja, grüß dich, du. Bist du allein? Jetzt nimmer. Der darf ich mich ein bisschen zu dir hinsetzen? Freilich, Lasi. Schau hier. Sitz sie nur her zu mir. Bin so frei. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Du, Sophie? Ja, Klasi. Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich noch ein lediger Single bin? Was möchtest du mir denn vor, singen? Nein, ich meine, dass ich noch ledig bin, allein. Ach so, nein, gesagt hast du es nicht, aber das weiß ich doch. Ja, ja. Ja, ja. Du, Blasi? Ja, Sophie? Blasi, ich bin vielleicht auch noch ledig. So? Ja. Ja, wie lang denn schon? Seit ich geboren bin. Ja, und wie lang möchtest du noch ledig bleiben? Bis
bis mich einer mag. Ich mag die. Ja. Ja, ja, soll das heißen, dass du mich vielleicht heiraten tätest? Ich tätere dich zur Beamtensgattin machen, wenn du magst. Ja, freilich mag ich. Ui. Du? Ja. Dann gehe ich gleich zum Bürgermeister und sage ihm, er kann das Aufgebot bestellen. Ja, wegen mir schon, Blasi. Gut, dann geh ich jetzt wieder. Blasi! Ja? Blasi, willst denn du kein Verlobungsbussel? Oder kommst lieber heute auf die Nacht zu mir in die Kammer? Was, Blasi? Man kauft keine Katze im Sack. Nein, Sophie. Ich nehm die auch ohne Sock. So. Da meine ich, hab ich jetzt auch einen Deppen erwischt. So, Fini, jetzt probieren wir das mal. Oh, jetzt schau mal her. Jetzt gib mir einen Hammer und einen Nagel. So, bin neugierig, ob's geht. Geht schon, Fini. Gut. Da, hol. Komm mal an. So, mein lieber Gustl. Haha, jetzt richte ich dir deine Hausschuhe her. Damit du keine kalten Füße kriegst. Jawohl. Okay, her, du Kugling, gehst rein. So, jetzt. Du, das ist wirklich eine gute Idee, das mache ich auch. Du, ich bin bloß gespannt, wen es von unseren zwei Männern besser hier hat. Gute Nacht. Wollen werden wir es dann schon wissen. Ja. Gute Nacht, Philipp, vierte. Ja, ja, ich hab schon viel Trotteln als Freund gehabt. Aber das ist der größte Trottel, den sie war. So was Blödes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ja, da schau her. Mein Weibelein hat mir die Hausschuhe hergekriegt. Mei, ist doch ein nettes Weibelein. Ja. Ja, sie weiß halt, dass ich das gern mag. So, oder? Weibelein, ich komme! Ich hab das gleich gesagt, das geht nicht gut. Jetzt bist du schlau, ne? Wir hätten das vorher probieren sollen. Normalerweise braucht man sowas nicht probieren, aber du bist ja sogar zum Scheißens blöd. Du Depp, du Hausmachter. Du hast gesagt, ich soll ein Maxi ein Kreisel drauf machen, ein Belli ein Herzerl und einen spitzen Strich. Ja, aber hinten, nicht vorn. Hey, du bleib mir nicht so an, das hab ich nicht verdient, ich kann ja nichts dafür. Nein, du kannst leider nichts dafür, weil du so blöd bist. Aber ich muss für deine Blödheit zahlen. Jetzt bin ich ein Dreimaschen noch mehr los, entschuldige. Was hast du überhaupt am Hirn drum? Du hast gestern beim Heimgehen noch geschmissen. Was denn auch? Da sieht man, wie blöd dass du bist, ne? Jetzt geh heim und lass uns einfallen. Ja. Da bin ich mehr in Ruhe. Einfallen. Aber du, dein Kopf auf Seiten liegt, damit's Hirn zusammenlacht. So was Blödes hat doch die Welt noch nicht gesehen. Malt ja das Zeug vorn drauf statt hinten. Und ich verliere den zweiten Ochsen auch noch. Ein Stoch, der kriegt im Stall so einen Haufen Sachen zu machen. Und ich verliere zwei Ochsen. Gustl, grüß dich. Jetzt war ich da. Du? Ja. Ich hätte den Viehwurm draußen. Ja. Kannst mir nicht helfen, dann nimm ich es gleich mit, meine zwei Prachtochsen, die weiterhelfen. Moment. Ja, also komm, sitzt die Herze mir, bring mir die Ruhe nicht raus, geh weiter, da sitzt die Herze mir.
Sag mal, kannst du mir ein bisschen Zeit lassen? Ich hab nämlich zur Zeit. Oha, oha, ich hör dich schon. Spulschulden sind Ehrenschulden, die müssen gezahlt werden. Sonst wäre das mal Gerichtsmasse im Antrag. Was heißt der Gerichtsmasse? Es ist kein Weiter, kein Kleinmoser. Pass auf. Was? Weißt, dass du bist, ich mach dir einen anderen Vorschlag. Einen anderen Vorschlag? Was denn? Ich darf dir gern deinen Oberanger abkaufen. Mein Oberanger? Ja. Okay. Was willst du denn mit diesem wertlosen Stück Grund? Ja, da hast du recht. Wertlos ist er schon. Ja? Aber weißt du, das ist er so. Ja? Irgendwann höre ich das Viehhandeln auf. Ja? Und da möchte man dann gerne auf den Oberanger ein Häuseln aufbauen. Aha. Schöner Gartenoling, wo ich mich noch zur Ruhe sitzen kann, weißt du? Ja? Ja, da darf man den Oberanger gerade dazu passen. Und das muss zugeben, wie dieser, das Grundstück wertlos, mhm, weil es so weit weg ist von den Sachen. Ja. Und der Sacker ist er ganz klar, nicht? Ja, da hast du recht. Ich mein, ja. Sag mir, warum, was darfst du denn da zahlen? 3.500 Magel. Wechseln. Moment. Sag mal, 4.500. 4.000. 4.000. Wechseln. Ja? Ich hätte schon den Kaffeedruck dabei. Was? Ja, wenn's nichts dagegen hast. Den braucht's jetzt bloß noch unterschreiben. Unterschreiben? Da steht alles drauf. Warte mal, schenk. Das ist ein Dreimoser, das ist ein Meierhofer. Das sind 4.000. Da hat er auch 4.000 stehen. Da ist er schon drauf. Da ist ein Herr. Da schreibt man sich aber dran mitgebracht. Da ist ein Herr. Da ist ein Herr, da ist der unterschriebene Kaufvertrag. Da hast du eine Schreibmaschine. Und da sind 4.000 Mark. Was sagt ihr jetzt? 4.000 Mark. Das Geld kann ich notwendig brauchen. Also, dann gratuliere ich dir zu deinem neuen Stückel Grund. Danke. Da trinken wir jetzt gleich einen Schnapsel drauf, gell? Nein, lass ich. Ich mag keinen Schnaps nicht. Nein, ich hab's eilig, ich hab nur ein Geschäft. Ja? Ja, ich muss noch ganz dringend wohin. Ja. Er pressiert sozusagen. Ja? Also, dann mal nochmal so. Ja? Der Oberanger gehört mir. Und die zwei Ochsen sind vergessen. Nein, aber du wirst mich nicht vergessen. Was sagst du? Ja? Sag mal, lieber Greimoser, diesmal hab ich ein Geschäft gemacht. Das muss ich gleich meinem Freund der Backer erzählen. Grüß Gott. Blasch, ich hab jetzt keine Zeit. Geh mal, geh zur Bar hin, ich hab keine Zeit. Mann, Meierhofer, ich hab mit dir was. Jetzt ist es schon wieder fort. Jetzt langs mal aber. Meierhoferin! Ja? Geh, komm mal raus zu mir! Ja, der Blas ist da. Grüß dich, Blasi, du, ich hab jetzt grad keine Zeit, gell? Da bleibst! No? Hinsetzen! Ich hab mit dir zu reden. Und zwar amtlich. Wirst Vater! Was? Ich? Ja? Wann hätte ich denn das werden sollen? Ich bin doch Beamter! Was ist da los? Nein, pass auf, ich habe mit dir etwas streng Geheimes zu besprechen. Es geht nämlich um euren Oberanger. Um unseren Oberanger? Ja, du, aber das, was ich dir jetzt sage, das ist bei ganz was Persönliches. Ja, dann red schon. Pass auf, der Bürgermeister hat zu mir gesagt. Ja, dass, was machst was du? Ja, der Blasi ist da. Grüß dich, Blasi. Bayerin, Bayerin, meinst du nicht, dass wir dem Blasi einen Kaffee bringen sollten? Nein, ich habe jetzt mit dem Blasi was zu besprechen. So. Blasi, geh mit mir in die Küche rein. Da sind wir allein. Wo bleibst du? Allein, hat's gesagt. Das war ich auch gern mit Blasi. Allein. Aber euch zwei lasse ich nicht allein. Du Teller, der ist vorne, sagt er zu mir, er möchte sich auf diesem Grund zur Ruhe setzen. Und da war ich vor 2 Jahren beim Bürgermeister schon angefragt. Da gibt's keine Baugenehmigung. Der Grund ist überhaupt nicht baureif. Und ich hab 4.000 Mark von ihm gekriegt. Und die zwei Ochsen
sind vergessen. Das hast du gut gemacht. Da trinken wir mal drauf. Jawohl. Moment. Also, auf drin, auf den Oberanger! Also, Blasi, das war jetzt einmal eine gute Nachricht. Sonst kommst du immer nur zum Kassieren. Ja, der Blasi sagt, komm, sitzt ein bisschen her zu uns. Nein, ich muss jetzt gleich wieder gehen. Mein Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Oh, was ist? Magst du ein Glaserl? Nein, ich bin noch im Dienst und da darf ich keinen trinken. Okay, ein Glaserl ist. Aber mitnehmen kann ich mein Stempel. Was? Da trinken noch eins. Jetzt, wo wir unseren Oberanger so gut verkauft haben. Ja, den. Woher weißt denn du das? Ja, der Blasi hat mir's gerade gesagt. Der Blasi? Ja. Der Blasi, sag einmal, hast du mit dem Greimusel gesprochen? Ja, freilich. Was? Ich habe ihm aber gesagt, dass das. Was hast du denn jetzt, Gustl? Ich freue mich so. Warum hast du mir denn die Geschichte vom Oberanger nicht gleich gesagt, wenn du das schon weißt? Ja. Aha, willst du das Geld allein einkassieren? Nein, ich wollte. Ja, du wolltest mich überraschen. Sehr richtig. Aha. Ich wollte dir ein verspätetes Hochzeitsgeschenk verkaufen. Ein verspätetes Hochzeitsgeschenk? Nach 20 Jahren, du Depp, du. Ja, dann, ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Meierhoferin, du weißt jetzt Bescheid. Ja. Du kannst dir deinem Mann dann sagen, das wird dem Geschäftlichen. Mach alles. Kommt halt dann in den nächsten Tagen einmal auf die Gemeinde, dann machen wir das mit den Papieren und einem Vertrag und einem Geld und einem Stempel, gell? Also Blasi, du, und sagst dem Bürgermeister vielen Dank. Ja, sag ihm. Vierte Meierhofer. Vierte Meierhofer. Ja, vierte Gott, Blasi. Vierte vom Raumlage, gell? Aber du, was meint denn der denn damit, mit den Papieren, mit dem Stempel und mit dem Geld und Vertrag? Naja, der Kaufvertrag mit dem Bürgermeister muss doch gemacht werden, nicht? Kaufvertrag mit dem Bürgermeister? Und dann können wir unser Dach neu herrichten. Ja. Und ich krieg endlich ein neues Gewand. Mike freut mich das. Freut sich das nicht? Ja, das ist mir. Schau, Gustl, mit 12.000 Mark. Was? Kann man doch was anfangen, oder? 12.000 Mark? Was sag ich mal, was hast du denn jetzt? Hä? Freut denn dich das gar nicht, dass es der Bürgermeister so viel gibt für unseren Oberanger? Bürgermeister? Ja. Jo. Na also. Du warst. Der Bürgermeister will uns den Oberanger für 12.000 Mark abkaufen. Aber der Oberanger gehört ja nicht mehr mir. Schaut so aus. Was lacht denn da so blöd, ha? Der Greimuser, der muss das gewusst haben. Ja. Ja, was lachst denn da, ha? Geh weiter, komm, hilf mir doch. Also, Gustl. Was? Ich geh jetzt heim. Weil ich glaube, jetzt kann dir nur noch der Schutzengel helfen. Hä? Der Blödsinn! Es gibt überhaupt keinen Schutzengel! Da war ich mir gar nicht so sicher, Meierhofer. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Protektulus. Dein Schutzengel. Mein Schutzengel? Ja. Ich passe auf dich auf. Ich bin immer für dich da. Du passt auf mich auf? Du bist immer für mich da? Ja, richtig. Ich passe auf, dass du keine Dummheiten machst, dass du keine Fehler machst, dass du dich nicht ins Unglück stürzt. Mhm. Sie passen also auf? Doch nicht Sie. Hm? Ich bin doch dein Schutzengel. Ein Freund.
mein Freund? Ja. Aha. Du passt also immer auf mich auf? Ja. Du passt auf, dass mir nichts passiert? Ja. Dass ich mich nicht ins Unglück stürze? Ja. Wo warst denn du, wie ich geheiratet hab? Da war ich noch nicht für die zuständig. Weil Männer kriegen erst einen persönlichen Schutzengel, wenn sie verheiratet sind. Vorher genügt die normale Krankenversicherung. Tja, ja, wo warst du die letzten zwei Tage? Nein, da war ich halt einmal nicht da. Was? Ich hab mir nicht wissen können, dass du dabei so einen Schmarrn machst. Da war ich ja nicht da. Ja. Da, wo ich mit Greimus Karten spiele, da ist er nicht da. Da bin ich in höchster Gefahr. Warum warst du denn da nicht da? Nein, weil... Was weil? Da war ich auf einer Engelskonferenz von alle Schutzengel. Eine Jahressitzung, eine Jahresengelkonferenz. Es braucht bloß eine Sache, dass du Schriftführer geworden bist. Ja! Genau! Weißt, wie alle Jahre, weil ich heute so eine schöne Schrift habe. Woher weißt denn du das? Der ist genauso raffiniert wie ich. Also pass auf, du bist mein Schutzengel. Ja. Du passt auf mich auf, du bist mein Engel. Ja. Also pass auf, wenn du schon mein Schutzengel bist, dann weißt du auch, in was für einer peinlichen Situation das ich bin. Ja. Also nachher, dann musst du mir helfen. Aber ganz schnell auch noch. Freilich. Also nachher, dann schick dich, hör dich. Ja. Ja, du brauchst es auch nicht umsonst machen. Ja. Wenn ich dir mal einen Gefallen tun soll, dann brauchst du es bloß sagen, ich mach drauf. Ne? Ja. Was heißt ja? Wisst ihr irgendwas? Seid ihr denn gefallen? Was ja. Meinst du denn? Ja, bitte. Bring mir ein Maß Bier. Auf die Freien schon die ganze Zeit. Weil das, was bei uns um mich nicht mehr ausschenkt, das ist ein furchtbares Quatsch gegen euer bayerisches Bier. Ein Maß Bier? Ja. Wenn es weiter nichts ist, die kannst du haben. Sophie! Ja? Sophie, bring mir ein Maß Bier, aber schnell! Ja, da ist er her. Was hast du gesagt? Was? Ein Maß Bier? Ja, ein Maß Bier. Am helllichten Tag? Ja, Freile. Ja, für was brauchst du die? Ja, nicht zum Fürswaschen, zum Saufen, berühmtig. Saus, aber schnell! Bis morgen. Und du versteckst dich dabei, Protektulus. Die braucht dich nicht sehen, die Sophie, gell? Brauch mich nicht verstecken, ich bin doch dein Schutzengel. Nur du siehst und hörst mich. Was? Alle anderen sehen mich nicht. Das habe ich schon oft gemeint. Ich habe schon oft geglaubt, meine Alte sieht mich nicht. Die hat mich gesehen. Du brauchst keine Angst, dann wirst du sehen. Die Sophie sieht mich nicht, wenn sie das Bier bringt. Das war das erste Mannsbild, wo die Sophie nicht sehen darf. Das sagen wir dann. So, da schau her, Bauer. Also, das her. Da hast du jetzt dein Bier, ja, gell? Ja, danke schön. Gib's her. Wem? 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 Gib's her, dem drückst du ihm lieber, der Durst. Bauer. Was? Meinst du nicht, es ist gescheiter, wenn ich dir eine Maß Milch bringe? Du, das Bier her und schleich dich ab. So, da lass dich schmecken. Es spielt ja ganz. Ja, die hat ja wirklich nicht gesehen. Ich hab das ja gesagt. Ja. Prost. Prost. Na, da ist er her. Die Sau für den Himmel auch nicht schlecht. Ja, sag ich. Ja, sag ich mal, hä? Ja? Ja, das war ein gescheiter Zug, gell? War das gut, ja. O Bavaria Caelum in Orbiterar. Was heißt denn das bei uns herunten? Das heißt, hoffentlich hört mein Durst nicht auf. So ist recht, dann darf ich gleich mir ein Bier bestellen, solange der da ist. Aber ich will nach meinem
Einmal all die Dinger an den Oberang und dann vergeht mir der Durst. Das du brauchst keine Angst haben, ich lass mir schon was einfallen. Ja, da wird's aber echte Zeit, du bist mein Hingler, also lass dir was einfallen, aber schnell. Nein, ein bisschen langsam. Ich bin ja nicht so schnell, ich bin ja schließlich dein persönlicher Engel. Du gehst ja für nicht anzüglich werden, gell? Du musst jetzt schauen, dass du es in Ordnung bringst mit meiner Frau und mit den Ochsen, weil sonst ist der Teufel los. Weil wenn du es nicht magst, dann bist du arbeitslos, das merkst du. Da brauchst du schon keine Angst haben, mir fällt schon was ein. Das ist eine Kleinigkeit für mich. Du wirst aber höchste Zeit. Da kannst du dich drauf verlassen. Ich geh jetzt an meine Arbeit, gell? Also mach's gut, gell? Geh du an deine Arbeit, ich lass mir dabei was einfallen. Moment einmal. Wenn ich jetzt bei der Arbeit da draußen alleine bin, da lauern 1000 Gefahren auf mich und du hockst da herin. Die einzige Gefahr, die auf die lauert, die geht mit V.O. und hört mit Roni auf. Ja. Und die ist in der Kirche und auf die passe ich auf. Da hast du recht. Also schau, dass die Sache in Ordnung bringt. Jetzt muss ich mal raus. Oh mein, Meierhofer. Jetzt hätte er auf einmal Angst, dass ihm was passiert. Aber beim Kartenspielen, da denkt er nicht. Ich hätte ihn doch nicht allein lassen sollen. Aber ich wollte halt auch mal ein paar Tage mit meiner Protektula allein sein. Man ist ja schließlich auch bloß Engel. Oh, war das Bier gut. Oh. Und mir macht's. Oh, verspielt der Ochs zwei Ochsen. Und macht nur den Blödsinn mit dem Oberanger. Aber er braucht keine Angst haben, solange ich auf ihm aufpasse. Solange kann ihm nichts passieren. So, Sophie, jetzt wird der Herr Ast noch mal ein bisschen sauber gemacht. Ja. Du kehrst zusammen, ich mach dann den Sessel sauber, gell? Gut. Und hernach riecht man alles schön her. Und heute oben trinken wir dann extra eine Flasche Wein auf unseren Oberanger. Ja. Ja? Endlich rührt sich was bei uns. Ja. Dass uns auch der Blase so eine gute Nachricht bringt. He? Ja. Mein Blase. Ja, jetzt kennt ihr wieder. Geh weiter, jetzt tut zusammenkehren. Ja. Und ich fange jetzt gleich mit dem Sessel an, gell? Boni! Was? Boni! Stellt euch einmal vor. Du, ich hol grad meine Kühe von der Weide, gell? Ja. Dann geh ich an einem Oberanger vorbei, ja. Sieh ich doch da einen Greimoser, wer ganz geschäftig auf eurem Grund umeinander geht. Mhm. Dann sag ich, ja, Greimoser, was tust denn du auf dem Meierhofer sein Grund? Ja. Da lacht er recht reckert, ha, und sagt, das war am Moorhofer sein Grund. Ich habe ihn für 4.000 Mark und zwei Ochsen abgekauft. Na, sag ich, ja, aber der Bürgermeister, der möchte doch den Grund für 12.000 Mark kaufen. Ja. Das hast mir doch du verzeiht. Ja, freilich. Meint er ja, aber von mir? Und dann lacht der kleine Notrecker und sagt, naja, wenn man halt nicht Karten spielen kann. Fini, jetzt muss ich mich erst einmal niedersitzen. Jetzt hab ich einen Schutzengel gehabt. Mei, wart nur, wenn der heute heimkommt. Jawohl, Froni, heute gibt's das einem richtig. Ja. Drum hat der so blöd reingeschaut. Jetzt wird mir natürlich vieles klar. Nein, ich geh wieder heim. Ich hab nämlich mit meinem Alten auch noch was zu besprechen. Ja. Den leisten wir dabei, gell? Und wenn was los ist, dann schreist man. Ist schon recht. Du Bayerin. Was merkst denn? Bayerin, ich mein, soll ich jetzt nimmer herrichten für den lustigen Abend heute? Ein Verbandszeug kannst herrichten für heute Abend. Ein Verband. Es geht. Ja, da schau mal rein, was der Papi nicht für schöne Blümlein mitgebracht hat. Ja, da schau die schönen Blumen. Ja, die freuen mich ganz besonders. Na, also. Genau wie mit die 4.000 Mark vom Greimoser gefreien. Beim Kartenspielen. Haus und Hof verlieren. Aber schau, Weibrein, die Blumen. Ja, da hast du deine Blumen. Und dies kriegst du noch dazu. Ja.
Das ist seine Henkersmahlzeit. Seine Blumen. Und da kann er sich seine Suppen versalzen. Mahlzeit. Oh, da schon her. Mein Morgensuppel hat es mir auch schon hergerichtet. Ah, ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, das ist ein bisschen so, das braucht man. So, da, da. Also, Frau Unhalke, wo ist das wirklich gefahren? Denn ich überlege das halt noch einmal. Komm, bitte. Da gibt's nichts mehr zum Überlegen. Was? Ich geh. Und ich komm erst wieder, wenn du dir die Sache mit dem Oberanger überlegt hast. Aber schau. Und wenn die 12.000 Mark hier bar am Tisch liegen. Und wenn du das nicht fertig bringst, dann kannst du deine Koffer packen. Und jetzt geh. Schöne Grüße an die Schwägerin. Oh mein, oh mein. Engel, wo bist du denn wieder? Hey, Engel! Hast du mir geschrien, Bauer? Nein! Ich hab ja nur gemeint, weil du Engel gesagt hast. Ich schau doch, dass du weiterkommst, gell? Ja, sei klar. Ja, hey, wo bist denn? Protectolus! Hallo? Ja? Ja, meine, ist die Frone fort? Ja, ja, die ist schon fort. Gott sei Dank. Ei, die hat mir eine Watschen gegeben. Ich hab gleich meine ganzen Kollegen singen hören. Ja, ja. Und jetzt ist es fort, ne? Ja, das ist doch nicht so schlimm. Was? Was heißt schlimm? Das ist schon schlimm. Sie hat zu mir gesagt, wenn die 12.000 Mark nicht hier auf dem Tisch liegen, dann kann ich meinen Koffer packen. Ne? Okay, das lassen wir uns doch nicht gefallen. Du bist doch schließlich immer nur der Herr im Haus. Ja, das bin ich schon, aber das Reden hat sie. Warum denn? Warum? Weil ich hier hereingeheiratet habe, der Kreimoser hat mir's ja so schmackhaft gemacht, ne? Habe. Ja. Dann brauchen wir jetzt einen Oberanger und die Froni. Ja. Dann müssen wir also ganz planmäßig vorgehen. Ja, dann haut schon nicht hin, weil meine Pläne gingen nie aus. Hey, oh mein, weil du halt als Mensch nicht so schlau bist. Aber ein Engel, wenn er einen Plan macht, mein Lieber, der haut hin. Weißt du noch einmal. Jetzt brauchen wir zuerst einmal einen Oberhang und die 12.000 Mark. Ja, also, wir als erstes brauchen wir deine Frau. Ja, meine Frau. Und wenn wir meine Frau brauchen, brauchen wir zuerst den Oberhang. Nein, mit was lockt man am besten eine Frau? Mit was? Mit dem Pulver? Mit der Gitarre? Mit der Eifersucht. Mit der Eifersucht? Eifersüchtig, wenn zusammen, mein Lieber. Da wäre es gängig. Ich möchte wissen, mit was du meine Froni eifersüchtig machen möchtest. Ja, jetzt warte ich einmal. Ja? Du hast doch bestimmt, bevor du verheiratet warst, ein anderes Jungsmädel kennt. Die waren also jetzt mehr gekannt. Was geht denn das dir an, ha? Na, das kannst du mir doch sagen. Ja, was heißt der eine, da hat es mehrere gegeben. Ne? Ich war ja schließlich unendlich eine Sau. Ja, das will doch jetzt keiner wissen. Moment, lass mich ausreden. Ein sauberer Bursch. Na ja. Aber das interessiert doch jetzt keinen. Was war denn das für eine, die du vor deiner Frohlich hast? Also die letzte von meiner Ehe, das war die Bachmeier-Traudl. Das war ein saures Mädel und wir waren vielleicht verliebt, wir zwei. Aber dann ist ein zerbrotzeter Bauernbursch gekommen, der hat mehr Stallfenster gehabt wie ich. Und schon war es fort. Aber der hat es dann später aussitzen lassen. Das ist ja ganz gut. Ja, das haben wir damals auch gedacht, aber da war ich schon verheiratet. Ja, und die Froni, die hat die Traudl Kind. Ja, und wir. Haha, ganz gut. Und eifersüchtig war es auf die Traudl, weil ich von der Traudl geredet habe. Ja, das ist ja noch besser. Oder? Dann schreiben wir jetzt der Traudl einen Brief. Das geht nicht, weil ich keine Adresse habe von der Traudl. Die brauchen wir ja nicht. Der Brief ist ja für die Froni. Hä? Schreiben wir jetzt der Traudl oder schreiben wir der Froni? Ja, das wirst du ja schon sehen. Jetzt hol einmal das Schreibzeug. Ja, gut, von mir aus. Mir schreibt. Ja, ja. Die Eifersucht, die ist bei uns da drum genauso. Ja, sag einmal, willst du nicht lieber du schreiben? Nein, 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 nein. Schreib nicht du. Ja, also nachher schreibe Schreib. Ja, also dann fang an.
mein lieber Schatz. Mein, obla, mein lieber Schatz. Mein Traudilein. Mein Traudilein. Du, Gustl. Was denn? Der Kreimerser hat es meiner Finne erzählt, dass ich von dir eine Sau gewonnen hab. Ja? Jetzt schickt sie mir rüber, dass ich die erste Rate kassieren soll. Ja? Die erste Rate? Ja. Ein Wammerl, wenn's geht. Von einem Freund, der in Not ist, möchtest du die erste Rate kassieren. Ha! So, wo ist die erste Rate? Ja, ich kann doch nichts dafür. Mein Alte hat mich doch geschickt. Ich hab das verschickt. Auf, los, auf, so. Der steht vielleicht unter dem Pantoffel, mein Lehrer. Ja, das ist bei dir schon ganz was anderes. Allerdings. Ja. Also, schreiben wir weiter. Wo sind wir stehen? Beim lieben Traudilein. Liebes Traudilein. Ja. In dem, dass mich, meine alte, Trockengrasfioline jetzt. Was ist denn das, eine Trockengrasfioline? Ja, hol die Heigein. Ach so. Aber wir Engel drücken uns halt ein bisschen vornehmer aus. Meine alte Heugeigen. Ganz plötzlich. Wegen ihrer Geldgier. Verlassen hat. Komma. Ja. Schreibt man Komma mit einem N oder mit Komma schreibt man nicht, das ist ja so ein Schwanzerl. Verlassen hat. Schwanzerl. Nicht schreiben, Schwanzerl. So, Hima, so. Ach so. Schreibst den Schwanzerl durch. Dann schreiben wir die Straßen wieder weg. Dann macht er so einen Hackel, ne? Ja. Verlassen hat, Hackel, Schwanzerl. Dein Protzerter. Wer hat er denn gleich geheißen? Der Hierangel Alois war das. Ja, dein Protzer, der Hierangel Alois. Trotz seiner vielen Stallfenster. Ebenfalls. Verlassen hat. Wieder so ein Schwanzerl. Schwanzerl. Sind wir beide. Verlassen. Punkt. Neuer Absatz. Ich war zuerst beim Schuster, der ist ganz neu. Das hat doch mit den Schuhen nichts zu tun. Ein Stück hinausrücken. Aber doch nicht mit dem Tisch. Was denn? Am Papier sollst du ein Stück hinausrücken. Na, red halt deutlich und nicht himmlisch. Tja, jetzt ja. Gut, also, verlassen hat. Nein, Aussatz. Komm um. Ja. So schnell geht's nicht. Ja. Im Himmel drum seid ihr richtig. In Anbetracht. Meiner noch immer. Aus der Jugend. Brennenden Liebe. Ich muss jetzt kein Farbe an. Naja. Brennenden Liebe. Ersehne ich ein baldiges. Wiedersehen. Mit dir. Dein. Wie hat's denn aber gesagt zu dir? Zu mir? Ja. Gusti-Schatzi. Dann schreib, Gusti-Schatzi. Dein Gusti-Schatzi. Sehr schön. Jetzt warte ein bisschen. Schon sind die Freudentränen. Und was machen wir jetzt mit dem Brief? Ja, das wirst du jetzt noch schon sehen. Der muss jetzt... Frau Ober!
Das ist Nachbarin. Das kommt Nachbarin. Versteckt die ganze Schule. Ich bin zum Kassier. Ich bin nicht da. Schnell. Ich bin schon fertig. Wo ist er denn, der Bazi, der ausgeschamte? Das mag ich. Zuerst das Sau verlieren und dann meinem alten Kochtopf aufsetzen. Aber warte mal, jetzt komm ich. Hallo! Keiner da. Wo hat er sich denn wieder versteckt, der Bazi? Ah, macht nix. Ich kann warten. Ich bin nicht so blöd wie mein Alter. Ich lass mir keinen Kochtopf aufsetzen. Was ist denn das? Ein Brief. Naja, ich bin ja nicht neugierig. Aber wissen muss es trotzdem. Mein Traudilein, du alte Heigein. Brennende Liebe, dein... Um Gottes Willen, das muss sofort die Froni erfahren. Mei, die arme Froni. Halt's auf, bist du wahnsinnig? Die bringt der Froni. Ja, hoffentlich macht es. Was heißt hoffentlich? Du glaubst doch, wie eifersüchtig, dass die Froni... Ja, Kunststück, du bist auf mein Engel. Ne? So. Ja? Die Froni kommt zurück. Ja? Jetzt haben wir nur noch das Problem mit dem Oberamt. Ja, das haben wir. Und da brauche ich 12.000 Mark und die habe ich nicht. Weißt du was? Das Geld gibst du mir einfach, ne? Ich? Ja. Ich hab doch kein Geld. Was? Ja, wo soll denn ich ein Geld haben? Geld ist doch was Weltliches. Ich darf ja nicht lügen, du hin, du starbiger Geier. Ich hab's da drum auch Geld. Ja, woher denn? Woher? Letzten Sonntag war ich beim Beichten, da hab ich zur Buße 10 Mark aufgerührt und die hab ich am Pfarrer gezahlt. Ja, aber das kommt doch nicht da rauf. Nein? Nein, das verbrauchen die alles herunten in die Filialen. Ja, so ein hinterfotziger Gast. Jetzt reg dich nicht auf. Wir lesen das Problem ganz anders. Ja, hoffentlich. Ja, aber wir? Also, jetzt pass mal auf. Ja. Jetzt schickst du die Sophie runter ins Gemeindehaus. Sophie? Sie soll zum Blasi sagen, er soll ganz schnell zu dir kommen. Du hättest mit ihm was Wichtiges zu besprechen. Das wird leider nicht gehen. Warum geht es nicht? Weil der Blasi noch nie schnell gekommen ist. Na, soll er langsam kommen. Ja, aber tu, was ich gesagt habe. Ja, von mir aus. Sophie! Sophie! Ja? Komm mal rein zu mir. Ja. Schau dir an. Ja, und was soll ich? Ja, was ist denn? Ja, du gehst jetzt aber, du laufst sofort zur Gemeinde runter und sagst dem Blasi, er soll sofort und schnell zu mir herkommen, gell? In die Gemeinde soll ich gehen? In die Gemeinde, ja. Der Blasi soll da herkommen? Ja, der Blasi soll da herkommen. Und schnell auch noch? Und schnell auch noch, das verschwindet! Oh, der Blasi soll... Ja, was soll der Blasi sagen, hä? Du hast doch in der Nähe vom Oberanger ja noch so ein kleines Grundstück. Ja, ist so leid. Das ist genau gegenüber. Aber was willst du mit dir? Das ist ja noch weniger wert als wir der Oberanger. Was darfst du jetzt sagen, wenn der Blasi den Bürgermeister überreden würde, dass er dir die Sonnleiten abkauft anstelle vom Oberanger? Da würde ich gar nichts sagen, weil das nicht möglich ist. Der Bürgermeister ist ein Mann der Politik und wenn sie der was im Kopf sitzt hat, dann ist nichts zu machen, ne? Also da würde ich sagen, wart's einmal ab. Ne? Da bin ich mein Führer. Und... Sag doch mal, Spitze, du, wo warst denn du hin? Du hast doch gesagt, ich soll den Blasius holen. Was? Ist das ein Narr? Wie schaut's denn du aus? Suchst du nicht selber einen Bräutigam? Natürlich, du bringst doch keinen das her. Das ist der Greimoser, der kommt mir nicht da rein. Doch, lass nur rein und sei recht nett und freundlich. Und die Frage, die hat dich beschissen. Du, ja, was ich gesagt hab. Gustl, grüß dich. Ja, grüß dich Gott. Hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Für einen alten Freund habe ich immer Zeit. Ich hätte was zum Reden mit dir. Unter vier Augen, wenn es geht. Da sitzt der Herr zu mir, komm. Ja, gern, ich bin froh, was gehört, dass ich jetzt da bin, nicht wahr? Was denn jetzt? Ist da was passiert? Ja, keine Ahnung, was war jetzt das? Der Stuhl ist mir davor gerutscht. Ja, das kann sein. Also, bin doch nicht besoffen. Da sitzt der Herr. Ja, stell dir vor, was mich drückt.
Ja, was drückt ihr denn? Ich habe erfahren, dass du der Bürgermeister für deinen Oberhauer 12.000 Mark gebogen hat. Ja. Das habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, weil er dir doch das Geschäft vermasselt hat. Allerdings, allerdings, das hast du. Ja. Jetzt haben wir mal halt gedacht, ob du nicht der Elfen will, den Oberhauer wieder zurückkaufen würdest. Ja, dann was möchtest du mir für ein Angebot machen? He? Ja, das macht er sowieso bloß deswegen, weil ich von dir ein guter alter Fremd bin, nicht? Weil ja, ich, ja. Weil ich halt ein schlechtes Gewissen habe. Aha. Ja, und wie hoch, was darfst du da für einen Preis machen? Ja, weißt schon, gell? Ich meine, die 4.000 Mark, das musst du verstehen, ich bin ein Geschäftsmann. Ja? Nicht? Soll ich muss ja schließlich leben davon. Warum soll ich den 4.000 Mark wieder zurückkaufen? Nimmst du mir den? Ja, weil, wie gesagt, ja, dann darfst du nicht vergessen, dass der Grund jetzt viel mehr wert ist, nicht? Mehr wert? Ja. Ja, was hältst denn du vielleicht an was für einen Preis? Hast du denn endlich gedacht? Ja, ja, sagen wir mal. Weißt schon, ja. Sagen wir. Dann trinken wir zuerst. Ja, trinken wir zuerst, da riecht sie leichter, gell? Prost. Was hast du denn? Schmeckt der mein Schnaps nicht, ha? Ja, der ist gut. Also, was hast du jetzt gemeint, ja? Also, der Bürgermeister sagt, dass der Grund 12.000 Mark wert ist und dann muss er mir recht. Da soll also sozusagen ich den Grund um 12.000 Mark wieder zurückkaufen. He? Sag mal 11.000. 11.000? Ja. Und dann darfst du nicht vergessen, die 4.000, die du schon hast von mir. Ah. Und die 2 Ochsen, die vergisst man auch. Vergessen. Und ein Tausender kriegst du extra. Ja. Also, Mama. Hast mich. Ach, die pfeift dir auf den Oberhanger, dass du es weißt. Die? Was? Pfeift dir auf den Oberhanger. Ich? Nein. Sie? Ich mag nicht. Na, du bist gut, da möchten wir uns einen guten Geschäft verhalten und ja. Das ist noch der Tante. Sie? Ja, ich hast mich noch abhauen. Ja, ich schnupf da mal kurz. Sie? Ja. Ja, Greimoser, hast du einen Katar? Ja. Ja. Sie? Der ist aber schlecht auf mich. Also, was? Grüß Gott, was hast du denn zu reden? Mach's aber kurz, ja. Weil ich hab nicht viel Zeit. Mir pressiert's unbedingt, ich hab also, nämlich noch so viel Arbeit. Ja, pass auf, Braschi. Ich kann dem Bürgermeister den Grund, den Oberhanger nicht verkaufen. Ja, warum nicht? Ja, aus bestimmten Gründen. Und darum haben wir gedacht, schau, genau gegenüber von Oberhanger habe ich ja noch ein Grundstück, die sollen leiten. Und die waren noch viel schöner mit der Oberhanger, damit ein Gemeindehaus viel besser drauf passen. Und dann haben wir gedacht, ob du nicht den Bürgermeister überreden könntest, weil ich weiß, dass du sein fähigster und einziger Mitarbeiter bist. Ne? Ja, da hast allerdings recht. Ne? Ich bin sein fähigster und sein einziger Mitarbeiter. Ja, sein dümmster. Hm? Allerdings, ja. Weißt, wenn sich der Bürgermeister mal was in den Kopf gesetzt hat, ja. Dann... Hm? Aber ich probiere es. Das ist also gut. Weil, weißt, wenn der Bürgermeister sich von jemandem was sagen lässt, dann nur von mir. Das habe ich mir gedacht. Ich gehe jetzt gleich. Ja, nein, fahr. Ich fahr. Gut, das ist also gut. Ich rede gleich mit ihm, gell? Ja, und schick dich, sprich hier, gell? Ja. Dann sag das alles gut, dass der Bürgermeister überreden kann. Ja. Für die Blase, ja. Ich fliege ihm noch. Was soll denn, warum? Ja, ich glaube, es kann gar nicht schaden, wenn ein Mann von der Politik einmal ein Wink von oben kriegt. Das ist gut, ja. Aber wenn ich mir das so recht überlege, ich weiß nicht, ob der Protektorist wirklich hat. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hoffentlich ist er noch da, mein Gustl. Ich hätte ihn nicht allein lassen sollen. Was mit dem blöden Geld. Aber er gleich an die Bachmeierin so einen Brief schreiben, nicht? Gott sei Dank haben die Fini gefunden. Ja. Und dann hat. Ja, Frau, bist du schon wieder da? Du siehst ja. Ja, du und Frau, ich habe aber die 12.000 Mark nicht. Muss ich jetzt meinen Koffer packen? Okay, braucht das Geld nicht. Nicht? Braucht dich. Na, mach ganz mal. Schau, dann haben wir halt bloß 4.000 für unseren Oberanger. So ist. Das ist doch auch was, nicht? Freilich. Lass uns ein Dach noch herrichten. Mhm.
Und ich verzichte halt auf mein neues Gewand. Ja, im alten Gewand bist du mir auch viel lieber. Ja, aber das eine sage ich dir. Was denn? Du darfst mich nie mehr anlügen. Nein, das verspreche ich dir. Ja. Blasi? Ja, was ist denn, Blasi? Was hast du denn, hä? Der Vertrag. Vertrag? Hast du den Bürgermeister überreden können? Der Vertrag zu verleihen. Oh, du, ich hab geredet und geredet und geredet. Ja, rede weiter. Ja, 12.000 Mark, ja, tatsächlich. Und wie der Bürgermeister dann erfahren hat, dass der Oberanger jetzt den Kreimoser gehört, ja, hat er gesagt, dass er den Klavier den Grund nie abgekauft hätte. Ja, schön, weil ja, mit Bazi macht er nämlich keine Geschäfte. Drum hätte ich den Grund zurückkaufen sollen. Ja. Ich muss nämlich wissen, vor vielen Jahren hat nämlich der Kreimoser dem Bürgermeister seine Alte zugebracht. Ja. Ja, und das hat er ihm bis heute noch nicht verziehen. Da kommt der zweite Stempel. Also Bazi, das hast du ganz gut gemacht. Ja, ja, also ich bin halt ein fähiger Beamter. Ja. Nein, Stimping kannst ganz gut, bis du mir arbeitslos bist. Ja. Na, was sagst du jetzt? 12.000 Mark kriegen vom Bürgermeister. Ja. 4.000 Mark hat uns der Kreimoser gegeben. Ja. Und die zwei Ochsen können wir abhalten. Ja. Na, ist dein Alter nicht ein schlauer Kerl? Ja. Ja. Und wie ich es immer gesagt habe, ja, du bist mein allergescheitestes. Ja, nein. Darum hast du mich auch gekriegt. Ja, und jetzt geht weiter. Ist der mal feiern? Ja, beim Jager wird es wohl gefreut. Jawohl, das ist ein Gegenwein. Jetzt hör mal, nicht jung. Wir gingen voraus. Ja. Heiles Bier. Da war ich 4, 5 Maß. Ich trinke es und zahle das dazu. Ist schon gut. Wir gingen dann noch, gell? Ja, Sophie. Blasi. Ja, Sophie. Blasi, haben wir zwar nicht auch was zum Feiern? Nein, ich bin noch im Dienst. Jetzt nimmer, gell? Nein, jetzt nimmer. Gut, na, können wir ja auch gehen. Ja. Ja. Halt, halt, halt. Nee, da. Kim, da gehen wir doch rein. Ja, was will man denn da drin? Ja, was, Blasi? Es muss nicht immer nur gegessen und drungen werden. Es gibt auch was anderes. Kim, das zeig ich dir jetzt. So, jetzt habt ihr es gesehen, die Geschichte von Meierhofer. Und jetzt wisst ihr, wie es einem geht, wenn man überlebt und leid beim Kartenschön scheißen will. Dann kommt man leicht in so verzwickte Situationen. Und dann braucht man natürlich einen Schutzengel. Aber verlasst euch nicht allerweil auf euren Schutzengel. Also, gute Nacht miteinander. Thank you.